Mittlerweile sind wir auf der Übersichtsseite von TV Plus der Salzburg AG angelangt. Hier können Sie unter mehreren Aktionen wählen. Wenn Sie zum Beispiel auf Fernsehen gehen, kommen Sie in das normale aktuelle Fernsehprogramm. Unter TV Guide finden Sie eine aktuelle Programmübersicht der diversen TV-Stationen. Hier können Sie ebenfalls in das aktuelle Programm einsteigen. Aber noch viel interessanter, Sie können in der Zeitleiste, also in der Timeline, zurückgehen und sich schon vergangene oder gesendete Sendungen und Filme ansehen. Das ist 7 Tage rückwirkend möglich. Im TV Guide können Sie auch einzelne Sendungen programmieren. Dazu gehen Sie zum Beispiel auf eine Serie und drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt werden Sie gefragt, ob Sie nur eine Einzelaufnahme machen wollen oder zum Beispiel die gesamte Staffel aufnehmen wollen. Dass die Serie programmiert wurde, sehen Sie am roten Balken. Nach dem TV Guide kommt in der Navigation der Rekorder. Hier finden Sie alle aufgenommenen Sendungen. Auf der linken Seite finden Sie Ihren Speicherplatz, den Sie jederzeit erweitern können. Hier können Sie auch Ihre Einzel- und Serienaufnahmen abrufen und verwalten. Diese starten immer ein paar Sekunden, bevor die eigentliche Sendung beginnt. Hier können Sie aber auch schon geplante Aufnahmen verwalten. In der Videothek können Sie unter den verschiedenen Genres wählen, den Trailer starten und Filme auswählen. Wenn Ihnen ein Film gefällt, geben Sie einfach den mitgelieferten PIN ein und Sie können den Film starten. Sie finden hier aber auch immer wieder Top-Filme, die wir Ihnen vorschlagen, neue Filme oder unter Meine Filme, welche die Sie schon persönlich ausgesucht haben. Unter dem Menüpunkt Suchen können Sie beispielsweise nach Filmen, Genres oder Schauspieler suchen. Hier wird übrigens der gesamte Filmtext durchsucht. Unter Zusatzoptionen können Sie zusätzlich Speicherplatz buchen. Dazu benötigen Sie wieder den übermittelten PIN-Code. Weiter geht es mit dem Menüpunkt Radio. Hier haben Sie eine Übersicht über alle eingespeisten Radiosender. Auch hier gibt es pro Radiosender eine Programmübersicht. Ein sehr interessanter Punkt ist der Menüpunkt Mobil. Hier können Sie alle mobilen Geräte wie zum Beispiel Smartphone und Tablet mit TV Plus verbinden. Dazu benötigen Sie die CableLink TV App. Sie brauchen nur den QR-Code fotografieren. Somit sind Ihre Geräte mit der Box verbunden. Dies funktioniert aus rechtlichen Gründen nur im eigenen CableLink WLAN, sprich nur bei Ihnen zu Hause. Unter Einstellungen können Sie zum Beispiel Fernseh- und Radiosender sortieren, den Ton und die Bildauflösung einstellen und vieles mehr. Hier können Sie aber auch Ihre PINs verwalten. Unter Jugendschutz können Sie die Jugendschutzeinstellungen vornehmen. Danach werden nur mehr Filme und Filmvorschaubilder von jugendfreien Filmen des gewünschten Alters gezeigt. Mit der Hilfetaste erfahren Sie mehr über die möglichen Funktionen der einzelnen Menüpunkte.